Pilgerreise zum großen Kap von Frutigen. Tiefer Gegenwind heute, ein weiteres Erschwernis für die Fahrer. Wieder kommt es auf äußerste Windschlüpfrigkeit drauf an. Und hier wieder Harry Hirsch für das Team Land Rover, die Welt und Sie vom Grand Prix von Frutigen. Herr Schneider Marvin, Garage Schmidwaldeck. Sind wir gespannt, wenn das sich der hier nähert. Der sollte sehr langsam, aber sicher kommen, sonst hat er eingefädelt. Oben. Schneider runter. Was ist euer Favorit heute? Der ist cool, oder? Mit Lachgaseinspritzung. Als erste Seifenkistel mit Lachgaseinspritzung. Wo ist der Start? Start! Ende Ding! Langsam. Geile Kiste, ey. Und ein richtiger Überrollkäfig. Bisschen Werkspionage, Scheibenbremsen. Die Damen sind fassungslos, ob der gefahrenen Geschwindigkeiten. Hier sind wir jetzt am Start. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welche Klasse das ist, aber es sieht nach Junioren aus. Die steilste Seifenkisten-Rennstrecke der Westalpen. Niki Lauda! Richtig wurscht, Motorex Hilti. Wieder Harry Hirsch von World News. Kleines Interview, was ist Ihr Favorit? Oder wer ist Ihr Favorit? Wer wird dieses Jahr gewinnen, den Junior-Abfahrtslauf? Ganz klar Buchhydraulics, weil wir haben schließlich Chaplin von denen. Okay. Und beim Einzelwertung ist unser Sonderfavorit, Ernst Gasser, ist das erste Mal am Start. Mit einer Seifenkiste, die er nicht kennt, mit einer Strecke, die er noch nie ist gefahren. Top-Voraussetzungen, erster Rang. Euer einziger Sohn? Gebucht. Nein, ich habe zwei Söhne, Gott sei Dank. Ja, aber der einzige, der teilnimmt. Ja. Der hat echte Ferraris, schau mal, Wahnsinn. Aus den 20er Jahren oder 30er oder so. Der war sicher schon beim Klausenrennen dabei. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von einem Überschlag? Vom Überschlag? Weil er noch nie gefahren ist, die Strecke. So 40%. So. Der war schon dabei ein paar Mal. Genau, also die Breite da. Ja, aber die Rädchen, die da hinten, die sind relativ klein. Also die mit dem größeren Durchmesser, die rollen besser, oder? Und die sind effektiv schneller. Fliegst zwar schneller aus der Kurve, aber es ist halt Geschwindigkeit versus Kurvenhaftung. Das ist ja ganz... Ganzer hautkrebsbewusster Fahrer. Das ist jetzt eben das Juniorrennen. Manche sind ziemlich professionell unterwegs da. Opel feiert wieder eine Renaissance. Schau, voll verschweißte Querlenker.
Einzelradaufhängung, mehr oder weniger. Und damit ein Fass wird zweiter. Das Fass gibt es noch, ja. Und da ist der rote Blitz von Le Mans. Also wir gehen jetzt an den Start, gell? Ein spezielles Lenkrad. Lenkrad und Bremse in einem. Was war jetzt der Favorit? Gelandet. Aber er hat sich wieder gerappelt. Gell? Der Ferrari ist einfach sehr schnell in der Kurve. Softe Bande heißt nicht, dass das Rennen für softe Fahrer ist. Ne? Wahnsinn! Das ist wahrscheinlich ein Bolide voll in die Bank hinein. Wird gerade repariert. Deswegen sind wir da. Eine Salami habe ich bestellt. Salami? Ja. Ah. Der absolut geilste Einkaufswagen. Oh, das war knapp. Fast wäre aus der Kurve gefallen. Einfach zu kopflastig, diese Offroader. Gut. Hast du schon immer was die Sponsoren denken? Was hast du für Sponsoren? Short Productions, Gasly Films. Also wir bieten uns in Jetzt muss ich auch schon mal, jetzt muss ich auch mal rufen.
Dort auf Kanal 2 wechseln, das ist eine Mitteilung von Svenji. Hast du noch die Rennleitung? An der Strecke wäre junge Freigabe, alles wäre bereit. Wir könnten hier oben nicht weiterfahren mit dem nächsten Rennen. Er kommt hier schnell in die Festenschaftskurve, die Uhr ist mit 42. Es gibt hier schnell eine Zeit für einen Fischer Marco. Der Aufschuss, brutal. Das Fahrerlager. Es sind doch einige Bullis und einige Wohnwagen und Zelte angereist aus fernen Landen, um teilzunehmen hier. Ein Doppeldecker mit für zwei Personen, ha? Wahnsinn. Also jetzt der dritte Lauf von diesen einheimischen Fahrern. Sie haben gestern schon bereits zwei Läufe gehabt. Sie haben heute nochmal zwei Läufe. Es gibt dann vier Läufe. Einen wird gestrichen und dann kommen drei Läufe in die Endabrechnung. Im 13. Rang 3:33:0 ist der Gasser Ernst. Im 12. Rang 3:23:08 der Pfundherr Jonas. Ja, und da kommt er. Vollgas. Ja, hui, hui. Was ist nicht passiert? Ja, er hat so viel riskiert, dass dem geben wir noch Puls. Souverän gemeistert. Jetzt geht es Rennen weiter. Für den Gast zu Ernst.